Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem neuen Video. Mein Name ist Sven von Bundeswehr und mehr. Und heute zeige ich euch das, was ihr beim letzten Mal nicht gesehen habt in unserem Ausrüstungsvideo. Und zwar unsere Kleidung nach dem Regelwerk von Seven vs. Wild. Und wie sie genau aussieht, das zeige ich euch jetzt. Wind- und Regenjacke, wärmende Fließjacke, T-Shirt, Hose, Kopfbedeckung, paar Handschuhe, Gürtel, Wandersocken, Stiefel. Los geht's mit unserem Bekleidungsvideo mit den essentiellen Kleidungsstücken, die ihr am Leib tragt. Ich beginne einfach mal mit einem vernünftigen, atmungsaktiven T-Shirt. Es ist schweißdurchlässig, luftdurchlässig. Ihr werdet trotzdem nicht frieren und es schützt euren Körper vor der Sonnenstrahlung. Meiner Meinung nach etwas extrem Wichtiges und zumal auch noch sehr stylisch. Wie ihr seht, nach dem T-Shirt geht es auch ruckzuck mit einer vernünftigen Hose weiter. Hosen müssen meiner Meinung nach auch im Outdoor-Bereich lang sein. Sie sollten einen richtig massiven, robusten Stoff sein, damit nicht sofort alle Dornen da durchgehen, ihr euch vielleicht mit eurem Messer nicht sofort irgendwas einritzt und sie lange, lange halten. Denn nichts ist wichtiger als die Nachhaltigkeit bei einer Outdoor-Hose. Wie ihr seht, ich finde sie auch vom Schnitt super. Sie sitzt nicht zu locker, sie sitzt einfach nur perfekt und finde ich deswegen ist genau die richtige Wahl. Nach der Hose kommen natürlich die Schuhe. Die Schuhe habt ihr den ganzen Tag an. Sie schützen eure Füße vor äußeren Einflüssen und müssen im Gebirge, in sandigen Flächen oder auch im Sumpf standhalten. Deswegen kann ich euch die hier empfehlen. Sie sind relativ leicht, haben eine super geile Vibram-Sohle, sind wasserdicht und trotzdem atmungsaktiv durch die Gore-Tex-Membran. Und was meiner Meinung nach extrem wichtig ist, einen vernünftigen hohen Knöchelschutz vor Umknicken. Deswegen kann ich euch diese Schuhe nur ans Herz legen. Wichtig natürlich auch noch, falls ihr ein Messer, Feuerstahl oder sonst irgendwas habt, einfach für organisatorische Zwecke oder vielleicht auch um eure Hose festzuhalten, glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche, ein Gürtel. Vernünftige Schnalle, stabiles Material, extrem wichtig bei eurer Kleidung. Wichtig ist auch ein guter Nässeschutz. Und in diesem Fall haben wir sogar noch einen richtig guten Windstopper dabei. Wenn ihr zum Beispiel einfach geschwitzt seid, auch wenn es nicht regnet, ihr wisst selber, das T-Shirt klebt an einem, es zieht immer kalt rein, ja, und man erkältet sich schnell. Hier habt ihr das Ganze atmungsaktiv, es verhindert, dass der Wind an euch rankommt und schützt euch so vor der Unterkühlung und gleichzeitig noch vor Nässe. Also meine Empfehlung, eine vernünftige Nässe- und Kälteschutzjacke. Falls es dann doch mal zu kalt wird und ihr sagt, ihr habt schon was an, zieht doch einfach ein richtig geiles Vlies über eure Klamotten. Ja? Es wird euch auf jeden Fall auch ein bisschen vor Wind schützen. Ihr schwitzt nicht zu sehr da drin, weil Vlies immer besser ist als irgendwelche Synthetikstoffe und das Ganze wärmt euch richtig. Egal ob abends am Feuer oder tagsüber oder richtig morgens, wenn es noch richtig knackig kalt ist. Meine Empfehlung, eine vernünftige Vliesjacke. Gerade hatten wir ein paar geile Schuhe, die euren Fuß von außen schützen. Aber was ist mit innen liegend? Hier braucht ihr ein paar vernünftige Socken oder auch ein bisschen kniehohe Strümpfe, die eure Füße vor Kälte schützen. Vielleicht wie diese hier noch aus Merino sind und eure Füße richtig schön trocken halten. Nicht, dass ihr irgendwelchen Fußbrand oder irgendwelche anderen Sachen wie Pilze an euren Füßen kriegt. Denn eure Füße sind extrem wichtig im Outdoor-Bereich. Ihr wandert damit, ihr haltet damit an Stellen aus und sie sind extrem wichtig zu schützen. Deswegen immer ein paar gute Socken oder Strümpfe verwenden. Wichtig sind natürlich genauso gut eure Finger. Ihr braucht sie zum Essen machen, ihr braucht sie zum Jagen, zum Bauen, ihr arbeitet mit Messer und Feuer. Und natürlich deswegen braucht ihr auch ein paar vernünftige Handschuhe, die eure Finger schützen, damit ihr euch nicht verbrennt, schneidet oder sonst irgendwas euch in den Finger reinreißt. Deswegen immer ein paar gute, wie ihr hier seht, zum Beispiel Leder- und Textilhandschuhe verwenden. Sie werden euch immer schützen und ihr seid euch richtig dankbar dafür. Wichtig ist natürlich auch eine Kopfbedeckung. Ich empfehle hierzu meistens eine Cappy. Sie schützt euch vor Sonne, sie schützt euch vor Wind und Regen. Ja, sie ist robust und man kann sie auch für alle Sachen nehmen, zum Beispiel zum Sammeln von Bären. Deswegen Leute, nehmt auf jeden Fall eine Kopfbedeckung mit. So Leute, das war meine Auswahl an mega geilen Outdoor-Klamotten für euren ersten Trip. Ich verlinke euch den ganzen Stuff unten nochmal in der Beschreibung. Ihr könnt es euch auch nochmal alles durchstöbern, vielleicht auch noch neue Sachen entdecken. Wir haben für jeden was dabei. Bis dahin, euer Sven.